Einen wunderschönen Moment, ich muss mich mal richtig hinsetzen. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Wir machen heute das große Blatt. Ich habe hier versucht, alles richtig auszurichten. Und ich hoffe, es ist euch allen genehm. So, also, wir haben heute Folgendes. Wir schauen auf eine Situation. Im großen Blatt kann ich das ja immer ganz gut gucken. So im Allgemeinen, wie sieht welche Liebessituation, so wie so ein Überraschungsei, was, ja, so ein bisschen könnt das ja im Titel auch entnehmen. Was wird sich heute zeigen? Was wird heute sich als Momentaufnahme und als natürlich auch als Potenzial für die Zukunft und so weiter hier heute offenbaren in unserem Orakel? Und jetzt möge es an die gehen, die es wirklich brauchen, denen es hilft, die eine Resonanz verspüren. Einfach an die es hingehen soll. So, und wisst ihr was? Und wir wollen gucken, erstmal auch so im Allgemeinen, alles, was sich zeigt, um ihn herum, um dich herum. Und ja, das ist keine persönliche Legung, ne? Ganz wichtig, schaut da wirklich für euch, bleibt immer bei euch, eurer eigenen Intuition, das sowieso. Ne, das steht über allem. Mann, ich bin hier die ganzen, ich habe bei euch ein bisschen rumgesaut jetzt hier. Bleibt immer da bei euch, ganz wichtig. Das kann eine Stütze sein, eine Hilfe. Es können auch manchmal die kleinen Dinge sein und nicht das ganze komplette Bild. Ne? Wenn du eine persönliche Legung willst, da sieht das natürlich ganz anders aus. Da ist das auf dich. Da bin ich in deiner Energie und in diesem. Aber hier geht es ja ans Kollektiv. Ne? Und wenn du das möchtest, unten in der Videobeschreibung findest du alles Wichtige. Meine Homepage, du kannst mich über WhatsApp, keine Vorabinformation bitte. Bitte nicht die Geschichte vorher erzählen. Einfach, ich lege erstmal intuitiv und du kannst deine Fragen alle noch stellen und du kannst mir das dann auch erzählen und so weiter. Aber erstmal gucke ich lieber so ohne Infos rein. Und das ist das. Und was noch? Was ist noch wichtig? Ja, ihr würdet mich natürlich unterstützen für meine Mühe hier, die ich mir mache. Und man steckt ja auch nun mal hier viel wirklich rein in den Kanal. Immer wieder die neuen. Oh, ich habe einen Kerzenverschleiß und einen Räucherverschleiß. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und jetzt habe ich schon wieder, mein Salbei geht dem Ende zu. Und ich habe nur noch meine Riesensalbei da. Und den finde ich schon fast zu schade, um den zu nehmen. Naja, auf jeden Fall, Leute, jetzt noch kommen wir zurück zu Lücke. Jetzt kommen wir zurück zu deinem Bild, deine Situation. Du kannst mich also, wie gesagt, unterstützen dann, indem du den Kanal abonnierst, bevor ich es vergesse. Indem du den Kanal abonnierst, dann bist du ein Mitglied unserer Butterblümchen-Gang, ganz kostenlos. Und das Glöckchen drücken, ne? Weil die werden wohl sonst manchmal einfach nicht vorgeschlagen. Und, was noch wichtig? Ja, ach so, ein Kommentar. Die Kommentare sind das A und O. Erstmal für das kleine Herz, Schuseline-Herzchen. Und natürlich auch als Unterstützung für den Algorithmus, ne? Weil nur die werden hier auch sonst, sperren die mich da irgendwo im Keller von YouTube. Weißt du? So, und jetzt haben wir hier ein bisschen, jetzt mische ich noch so ein bisschen einmal, guck einmal noch auf die Helligkeit und misch einmal durch und dann geht's los. So, für mich passt alles. Alles klar. Okay. Wir steigen mal ein in das ganze Dingchen hier. Wollen wir mal gucken. Ah, Wunderbärchen, würde ich sagen. Was zeigt sich? Was ist wichtig in deiner ganzen Situation? Wo stehst du gerade? An welchem Punkt in deinem Leben? Wo steht er? Wie steht ihr miteinander in Verbindung? Was gibt es in seinem Energiekreis, sage ich jetzt mal, noch Wichtiges zu erwähnen oder zu zeigen? Das möge sich bitte zeigen. Und ihr seht nicht alles. Oh, ich habe es geahnt. Moment. Oh, jetzt kann ich hier wieder basteln, ey. So geht's aber. So, ich hoffe jetzt, dass ich hier nicht drankomme. Das ist eine sehr wackelige Angelegenheit hier alles. So, wir fangen an. Wir gehen mal in deine Geschichte so ein bisschen rein und ich erzähle dir einfach, oh, einfach mal hier, hast du dich in eine Leidenschaft
verstrickt. Dieser Mensch hat nochmal sowas in dir hochgeholt, was du gar nicht geglaubt hast mehr, dass das nochmal dir so begegnen kann. Also diese Kombination zeigt einfach so auch die Leidenschaft und die Wärme, die du für diesen Menschen empfindest. Aber ich muss euch beide erst aufgedeckt haben. Es gibt allerdings ein großes Problem. Und hier siehst du in den Eckkarten, das ist ein Geheimnis sozusagen. Wir haben hier, ja, die, und das ist das, wo die Mäuse, das sitzt tief, das ist da. Die Mäuse, die sind da, die verstecken sich nur tagsüber, so dass du die nicht siehst sozusagen. Nur wenn es alles ruhig ist, kommen sie raus und dann lassen sie den Unrat, den lassen sie zurück. Und die Mäuse sind an sich so schwer greifbar, weil sie nicht sichtbar sind im übertragenen Sinne, ja. Und dieses Verborgene, dieses Verschlossene, dieses Geheimnis, was da in den Eckkarten liegt. Oh, oh. Und da kommt was. Und das muss raus. Guck mal. Und du siehst hier die Blumen. Blumen, die ist immer was, was auf dich zukommt, wo du jetzt nicht selber, Energie reingeben muss, damit das passiert, sondern das ist wie so ein Geschenk, wie Blumen, eine Energie, was du fühlst, so, wenn dir einer, ne, so ein Strauß Blumen gibt, das ist ja ein sehr schönes Gefühl, so, und das heißt, dieses Verschlossene, das, was dir ja ein Anliegen ist, das ist, dass er mal runterkommt von seinem auf Eis gelegt oder in die Länge ziehen, weil hier haben wir so voll der Klassiker, so, er zeigt sich so als der Eisbär, aber da drin, da ist noch ein ganz anderer Anteil. Also alles, was wir jetzt sagen, ist, er hört sich ja irgendwie jetzt erstmal nicht so toll an, ne? Aber er hat in sich drin noch einen ganz anderen Anteil und den siehst du. Und manchmal hast du das Gefühl, dass nur du das siehst so richtig, so, ne? Und leider ist es aber, zieht er das so hinaus und hat da was für sich auf Eis gelegt. Und er hat sich wahrscheinlich auch verstrickt in gewissen Unehrlichkeiten und hat vielleicht auch mal, wenn ihr euch treffen wolltet, ein Treffen abgesagt. Das ist nicht hier, denkt dran, allgemeine Legung, es muss nicht alles auf dich passen, ne? Ist ja logisch, ne? Du musst alle, die hier jetzt auf, das ginge ja gar nicht, ne? Und außerdem niemals vergessen, nichts ist in Stein gemeißelt. Du hast eine große Macht darüber, wie das ist hier eine Momentaufnahme, wie das ganze, die ganze Geschichte, die sich hier offenbart, weitergeht. Da, das ist nicht, du wirst dem ausgesetzt. Es gibt gewisse Sachen, die sollen einfach passieren, gewisse Begegnungen, gewisse, auch wenn man Menschen, Seelen, es ist ja, gibt ja nicht nur in der Liebe, oder in Partnerschaften, dass man sich wie, ey, so eine Seelenerinnerung ist, Mensch, irgendwie, da ist doch schon mal was mit uns gewesen oder irgendwo ist doch da, ist ganz komisch. Das gibt es ja auch in Freundschaften, ne, und so weiter, mit Menschen, die uns begegnen. Jeder soll uns ja was anderes spiegeln, was anderes zeigen, was anderes, so. Und hier ist es eben jemand, der da alles auf den Kopf stellt, der deine Welt so auf den Kopf gestellt hat. Und jetzt guck mal, ich habe euch beide immer noch nicht auf. Jetzt kriege ich Herzklopfen. Guck dir das mal an, wie du hier liegst. Seht ihr das? Siehst du das? Hier bist du. Du blockierst im Moment deine Gefühle, weil er dir wahrscheinlich sehr wehgetan hat, ne? Und du auch ein bisschen gekränkt bist. Guck mal, mit seinem ewigen Rückzug. Du hast das hier im Gepäck liegen. Immer dieses, und dann ist es schön, aber ja, was kommt dann? Dann ist er irgendwie weg, ne? Und oder ist irgendwie auf einmal schwenkt wieder und blockiert selbst dieses, ist plötzlich, steht nicht vielleicht auch nicht mehr zu dem plötzlich, was er vorher mal gesagt hat oder verhält sich einfach anders. Es kann sich ganz verschieden zeigen, ne? Bei jedem Menschen, es ist hier so, das Grundsätzliche geht es hier drum, bei jedem Menschen kann sich das natürlich anders äußern, ne? Je nachdem, was er erlebt hat, wie er ist. Er, guck mal, hat so den Wunsch, ne, nach einer Partnerschaft einer neuen wachsen zu lassen mit der Sonne. Boah, also ich meine, das ist wirklich ein Träumchen, wie das hier so liegt, ne? Wenn wir diese Problematik nicht hätten, die ich vorher gesagt habe, ne? Also das, aber was wäre denn auch eine Liebe, ohne dass es mal irgendwie
kompliziert und manchmal unerreichbar, manchmal so ganz wunderschön nah dran ist. Ne? Die Liebe ist nicht immer, es ist nicht immer im Leben, dass alles, was allglatt läuft, sofort das, was einen wirklich weiterbringt oder das, was einen wirklich stärkt, größer macht, wie auch immer, zu Erkenntnissen bringt. Sondern meist ist es das, was eher kompliziert ist, wo man eher an seine Grenzen kommt, wo man auch mal ans Leid kommt, wo man auch mal wieder zurück zu sich selbst kommt, wo man, ja, und so weiter und so fort. Ne, wo man Spiegel auch mal, wo man auch, ja, an seine eigenen Themen. Ich könnte jetzt noch ganz vieles mehr sagen. Ne? Also diese Begegnung, aber guck mal, ihr liegt euch noch sehr nah. Ihr seid ja hier wirklich auf einer, aber dieses und warum ich Leid erwähnt habe und so gerade, guck mal, wir haben hier auch das Kreuz. Das Kreuz ist immer etwas, diese wunderschöne Liebe und wir haben das Herz neben dem Hund und du guckst direkt rein. Also ich denke mal, dass du schon sagst, ey, der eine oder andere wird sagen, das ist meine Dualseele. Der nächste oder noch jemand wird sagen, das ist, ich weiß, ich fühle, dass mein Seelenpartner es könnte sein. Oder der andere sagt, ich glaube, wir sind uns in einem anderen Leben irgendwie schon begegnet. Oder der noch jemand. Versteht ihr, was ich meine? Der Hund ist die einzige Karte für mich persönlich im Blatt, die etwas zeigt in dieser Verbindung, dann auch mit dem Herz und dem Kreuz sowieso, die etwas zeigt, was tiefer geht, was in die, auf die Seelenebene geht und nicht auf eine Begegnung, wo man vielleicht, es gibt ja auch, ne, es ist ja nicht alles so, diese Form von Begegnung oder Liebe. Ich muss ein Schluckchen trinken, mein Hase, Bütgen. So, und jetzt haue ich dir mal hier meine Prognosen raus für das, was so kommt jetzt, ja? Also, es ist, es wird ein positives sowie negatives, kann ich dir sagen, wie die Verstrickung hier ist. Der eine ist in eine, vielleicht sogar in eine Dreiecksbeziehung gelandet, noch jemand ist verstrickt in etwas, was er, also da war mein erster Impuls hin, so, ne, wie nochmal in eine Teenie, in eine Jugendliebe und in was ganz Tiefes und irgendwas zugleich verstrickt, so. Und es ist aber nach wie vor die Problematik, dass hier was verschlossen ist. Klein bisschen kommt es nach außen. Es geht auch, halte nicht so daran fest, dass es in die Feste, geh nicht so weit in die Zukunft. Das ist mein Rat an dich. Und geh so weit, dass du, verstehst du, dann baust du dir selbst auch einen gewissen Druck auf. Sondern guck lieber eher, wie fühle ich mich jetzt, beobachte dich jetzt, wie geht's mir jetzt? Fühle ich mich in der Situation eher wohl, eher nicht wohl oder hält es sich ein Gleichgewicht oder geht es mir eher nur schlecht? Also da dich beobachten und schauen einfach, was kann ich mir Gutes tun? Ja? Und wenn du jetzt das Gefühl hast, ey, ich möchte jetzt mit diesem Menschen da noch versuchen voranzukommen, weil ich habe da in mir eine Hoffnung und da ist in mir ein Gefühl, dann was spricht dagegen? Und wenn, und gehe gar nicht so weit. Und wenn das in 3 Monaten komplett anders sein sollte und deine Welt nochmal komplett auf den Kopf, dann ist das so. Aber man weiß es doch nicht. Darum rate ich, entscheide aus dem Moment heraus, ne? Weil es ist hier, du willst schon hier über was sprechen. Und er macht da, er legt da was auf Eis, irgendwas, was eigentlich raus muss, obwohl das genau der Punkt wäre, wo es vorangehen würde. Ne, da geht's ans Eingemachte. Ich nehme die anderen Karten. Da geht's ans Eingemachte mal. Och, die kommen aber wie Geschosse. Mein Zuckerröschen. Oh je, die Marie-Maskerade. Oh, da-da-da-da-da-da. Glanz, Intrige und Drama, meine Gute. Schnute. Und jetzt haben wir ja auch genau da drauf gezogen, sozusagen. Nämlich hier geht es darum, die inneren Wünsche eigentlich, die Energie, die inneren Wünsche eigentlich danach so die Anteile auch leben zu können, die man sich selber verbietet. Also er ist da scheinbar, hat eine innere und eine äußere Welt. Also die äußere Welt, die der Mensch und die innere, so wie wir alle. Die haben wir eigentlich alle, aber ich meine damit, hier ist jemand, der das nicht austauscht oder andere teilhaben lässt und nach außen eine andere, das Äußere ist mit dem Inneren nicht im Einklang. Und da haben wir, deswegen zeigt sich hier auch dieses ganze Chaos, Drama
Und hier ist Vorsicht geboten. Hier kann auch noch eine Person sein, die also wirklich intrigant ist, also die denjenigen umgibt hier, ne? Oder also bei dir habe ich das, also hier muss Vorsicht da abgrenzen, ne? Da grenzt dich ab. Aber hier ist eine Sehnsucht wirklich eigentlich danach, sich so auszudrücken, so zu sein, komplett, wie man möchte, wie man innen ist. Und das aber irgendwie, ja. Das hat er sich verboten, das oder er kann es nicht. Das kann durch verschiedene, die wenigsten machen es ja. Ich meine, im Grunde genommen hat sich immer, macht sich jeder dem anderen seit Social Media sowieso so gut wie möglich vor, wie toll das alle da ist, wie toll das eigene Leben da ist. Und wie klar, es wird jetzt erst öfter auch mal immer mehr angesprochen, ey, wenn der eine mal anfängt und sagt, weißt du was, da habe ich aber ein Pro, ich habe da ein Problem, ne? Dann kann der andere auch vielleicht da den Schritt gehen. Und man bringt eigentlich Positives in die Welt. Das muss er aber erstmal erkennen, ne? Und du für dich hast vielleicht da auch, oder nicht vielleicht, sondern natürlich hast du auch deine Themen. Denn du bist hier wirklich hin und her gerissen, da tiefer das an dich ranzulassen, weil hier muss auch schon was wehgetan haben. Jetzt musst du nur gucken, hat da aus der Vergangenheit was wehgetan? Oder sind das alte Erinnerungen? Oder ist das tatsächlich so und muss das für dich selber einschätzen? Ne? Wie, das ist wichtig. Eigentlich geht es darum, auf dich sehr, sehr gut Acht zu geben und eben nicht zum wichtigsten Teil in deinem Leben zu machen, sondern deinen. Ne? Wir kommen allein und wir gehen allein. Das ist nun mal so. Der andere kann nur der Begleiter sein. Ne? Das ist nun mal so. Und ja, das sind. Die Worte, die ich da noch mal so mit auf den Weg geben möchte. Also für mich, meine Prognose ist, wir haben es in die Zukunft hin hier schon ein bisschen mehr danach liegen, dass hier noch mal eine Veränderung kommt. Aber du stehst im Moment wirklich auch an einem Punkt, wo du noch mal neu schaust. Also, ne, wahrscheinlich hat er deshalb auch, das kommt bei ihm an, energetisch sage, ist das so, ihr seid ja nun mal verbunden, ne? Und das seid ihr auf jeden Fall. Aber holla die Waldfee, das seid ihr hier mit meinem Super hier dafür. Guck mal hier, tschup, tschup. Und guck mal, er schaut so, da hat ihn was ge. Ich habe ja meinen Superstab hier. Da hat ihn was geflasht, also das hat ihn sozusagen, da ist was, ist ihm was begegnet, womit er sich vorher noch nicht auseinandergesetzt hat. Und auch eine innere Sehnsucht. Und da hat er erstmal das was, erstmal schieben, schieben, schieben. Aber das geht nicht, wenn die Mäuse hier schon so am Start sind, ne? Und deswegen jetzt hier legt jemand seine Maske ab und schaut mal richtig, richtig in den Schlund der Hölle. Das sollte jeder mal machen, habe ich auch des Öfteren schon in meinem Leben. Das hat mich mitfühlender, empathischer gemacht und mich sehr, sehr bereichert. Das kann ich sagen. Ich bin weitaus sehr, sehr, sehr vorsichtig, andere Menschen zu be- oder verurteilen. Da bin ich sehr vorsichtig mit. Aus eigener Lebenserfahrung raus kann ich sagen, es ist gesünder für uns alle, wenn wir uns wieder mehr öffnen können und den anderen so sein lassen, wie er ist. Vielleicht sogar auch, wenn er mal eine andere Meinung hat und was shit doch drauf, was soll es denn? Wird lieber danach gucken, ey, aber was verbindet mich mit dem und nicht, oh nee, da ist aber die, also wir können zu was spaltet uns und zu was verbindet uns hingucken. Ne? So, das waren die weisen Ratschläge noch der weisen Eule Schoseline hier am heutigen Tag. Als kleine nette Wertschätzung würde ich, und ich würde euch noch ein Mantra ziehen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben hinterlasst. Ne, ist das ein Deal wieder? Ein guter Deal? Und ich, also ein Mantra ziehe ich euch, so für dich, mal gucken, ob du da, ob du das so für dich annehmen kannst, ob du das fühlst. Und ihr gebt mir so ein Däumchen nach oben und ein Abo oder ein Kommentar. Oder entweder alles, ihr könnt euch das aussuchen, ja? Oh, zwei. Okay, dann nehmen wir die beiden jetzt mal. Obwohl einer hat sich nur umgedreht, wir nehmen die. So, seht ihr das? Ja, ich halte es einmal rein, ne? In the camera. So, ihr könnt ja auch Pause machen, wenn ne. So. Disziplin. Oh Herr, das muss ich mir auch noch auf die Stirn schreiben, damit ich das morgens im Spiegel sehe, aber in Spiegelschrift.
Was ich mir vornehme, das kann ich auch erreichen. So, und da geht es darum, nicht zu sich selber zu sagen, dass oh, ich habe es wieder nicht geschafft, oh, das, sondern dir immer wieder zu sagen, okay, ich kann das aber schaffen. So, selbst wenn ich es jetzt nicht geschafft habe, kann ich im nächsten Moment eine neue Entscheidung treffen. Boah, Schnubbelkind, da habe ich dir aber jetzt nochmal ein Mantra mitgegeben. Sag dir das wirklich. So, meine Butterblümchen. Und alle neuen Abonnenten, danke, dass ihr den Kanal abonniert habt. Ich begrüße euch in unserem Kreise der Butterblümchen-Gang. Und ja, wenn ich das nicht schon gesagt habe, ne, dann sage ich das jetzt. Und danke für alles, danke, was ihr mir entgegenbringt. Ich schicke euch ganz liebe Grüße raus. Tschüss, tschö mit Ö. Macht es gut, schwing de Hut.